So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal Gaming Freak, und zwar zum Let's Play Red Dead Redemption 2. Genau, ich fange heute an mit dem Let's Play. Erst heute, weil, ja, ich habe mir es eigentlich vorbestellt. Ich habe es schon im November dann, im November konnte man es dann runterladen, aber naja, lief halt schlecht, ne? Also hatte schlechte Performance, hatte sehr viele Probleme, aber jetzt mittlerweile läuft es eigentlich ganz gut. Aber es kommt trotzdem immer noch Updates, deswegen, das ist jetzt nicht der finale Stand. Es kommen noch Updates und noch dazu bekomme ich zu Weihnachten wahrscheinlich eine RTX 2080 Grafikkarte. Deswegen wird es dann noch besser laufen. Aber erstmal zeige ich euch die Einstellungen hier. Grafik. Ja, erwartet jetzt nicht, dass ich hier alles auf Ultra mache. Das geht nicht. Dann hätte ich 20, da hätte ich 10 FPS, ne? Also es geht nicht. Ich habe lediglich Texturqualität auf Ultra und sonst habe ich alles auf Mittel gestellt. Also ist es auch nicht mega schlecht, ne? Also es ist, ja. Warte, TAA. Gut. DirectX 12 habe ich eingestellt als Grafik-API. Sonst alles auf Mittel. Lange Schatten. Mittel. So, das so. Ich habe mir ein paar Videos angesehen, wie man diese Grafik richtig einstellt. Ich habe sie so, so läuft es einigermaßen gut. So bei 30, 40 FPS, deswegen. Aber so, das Video nehme ich ja mit 60 FPS auf, also 1080p 60, 1440p 60, deswegen könnte es vielleicht noch ein bisschen flüssiger erscheinen. Deswegen, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen an mit der Story. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich werde jetzt so am Anfang nicht reden, ich zeige euch die ganze Story hier. Ich werde diese Cutscenes nicht überspringen. Ich will hier in diesem Let's Play wirklich ein vollständiges Let's Play machen. Ohne überspringen, ohne nix. Also wirklich, ich will mich hier Zeit lassen und euch auch, damit ihr euch hier ins... In dieses, was? Nee, Moment. Okay, da hat das nicht gespeichert. Ich habe schon ein bisschen vorgespielt. Wir fangen ein neues Spiel an. Natürlich, ich starte ja nicht einfach so mittendrin. Ja, die erste Folge wird wahrscheinlich so 40 Minuten haben, 45 Minuten. Ich schaue immer so abhängig von der vom Spiel halt so, wann es am besten ist, Schluss zu machen. Und ja, auf jeden Fall, die Ladezeiten sind super, ne? Also da sieht man mal, was ein PC kann, was eine SSD kann. Die PS4 lädt da erstmal 5 Minuten und hier, bitteschön, eine Minute schon geladen, ne? Das ist wirklich toll. Also PC hat schon seine Vorteile und vor allem, wenn man halt auch das richtige Setup hat. Ja, wie gesagt, ich habe im Moment eine GTX 980. Ja, ich habe immer behauptet, ich habe eine GTX 1080, aber das sollte eigentlich auch so sein, weil ich habe mir nämlich vor 2 Jahren, glaube ich, eine GTX 1080 gekauft, aber dann irgendwie ist es eine GTX 980. Also, da wurde ich anscheinend abgezogen. Also, wir haben es auf Amazon gekauft, aber naja, ich habe es halt zu spät erst bemerkt und jetzt natürlich habe ich keine Verpackung, nix, also deswegen, ja, das kann ich jetzt nicht mehr zurückgeben. Aber jetzt beim Kauf der RTX 2080, da werde ich auf jeden Fall schauen, wenn ich die einbaue, da schaue ich erstmal direkt, ob das auch wirklich diese Grafikkarte ist, ne? Nicht, dass ich dann am Ende eine GTX 1080 dann bekomme. Ja, also da war ich ein bisschen selbst schuld, dass ich es nicht geprüft habe. Aber jetzt kann ich auch nichts ändern. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Aber wie gesagt, Weihnachten, ich weiß nicht, wann dieses Video online kommt, wahrscheinlich, weiß nicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall vor Weihnachten, deswegen, ich bemühe mich auch nicht so viele Folgen hier aufzunehmen,
mit diesem Setup. Ich will euch einfach das Beste zeigen und deswegen... Hier kommt unser Hauptcharakter. Aber sieht geil aus, ne? Also, das sieht schon schön aus. Und die Performance ist gar nicht mehr so schlecht, ne? Also, wenn man bedenkt, wie es am Anfang war, falls ihr das Spiel auch vorbestellt habt oder halt auch gekauft habt mit dem Voxer Games Launcher damals, dann könnt ihr euch noch daran erinnern, wie katastrophal die Performance war. Und jetzt so läuft es eigentlich ganz gut. Da bin ich wirklich zufrieden. Und jetzt bin ich halt so bereit, dieses Let's Play jetzt hier zu machen. Es geht, auf jeden Fall. Also, ist nicht so schlimm. Dann mit der RTX-Grafikkarte, dann kann man ja ordentlich aufdrehen. Aber gut, man muss ja auch mal aufrüsten, ne? Also, ist ja 2020 bald schon. Und dann kann man auch nicht sagen, das liegt an Rockstar Games, ne? Also, ja. Es sind halt einfach neue Engines, neue Sachen, deswegen... Ich bin einfach begeistert von diesen ganzen Grafikeffekten, von der ganzen Grafik bin ich auch zufrieden. Aber was ich so gehört habe auf der PS4, wie die Einstellungen dort wären, also wenn man das so einstellen würde wie auf der PS4, dann wären einige Einstellungen sogar ultra niedrig. Also da sind es ganz gute Grafikeinstellungen, ne? Also mit Ultra und alles auf Mittel, das ist gar nicht mehr so schlecht, ne? Ich versuche mir so schön zu reden, ne? Aber gut, ich halte mir eine Klappe jetzt, ich weiß schon. Es kann sein, dass der Ingame-Sound ein bisschen zu laut ist, aber das wird die erste Folge sein. In the ground, in their stead, I do it gladly. But sieht ganz flüssig aus, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel FPS ich habe. Aber sieht ganz flüssig aus, also flüssiger als auf der PS4. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place. Ich habe das Spiel schon vorher ein paar Mal gestartet und geschlossen wieder gestartet, damit der schon die ganzen Texturen cached. Deswegen sollte es jetzt eigentlich ganz gut laufen. Stay with me. Ich habe auch keine anderen Prozesse am Laufen, also keine. Kein Chrome, kein Firefox, kein Render, nix. Ne? Ich habe jetzt hier wirklich nur Spiel, halt die Aufnahme, aber die Aufnahme sieht auch Performance. Aber gut, ich muss ja jetzt hier aufnehmen, ne? Da kann man jetzt nichts machen. Ja, die Cutscenes sehen ganz flüssig aus, ne? Aber man muss auch sagen, dass im Schnee die Performance viel schlechter ist als dann später, wenn wir keinen Schnee mehr haben. Deswegen, das hier müsst ihr jetzt hier ein bisschen aushalten, aber ach komm, ist doch gar nicht mehr so schlecht. Nö, also eigentlich ganz gut für die ganzen Effekte hier. Das ist hier richtig an. Moment. So. Genau, ich reite jetzt hier auch selber, ne? Also mit. Ich spiele mit Tastatur und Maus. Ich habe schon genug von Controller. Ich hasse Controller, ne? Also. Ich weiß nicht. Ich bin einfach ein Tastaturmensch. Aber ich muss euch wirklich sagen, ne? Die Performance ist gut. Also,
Dafür, was ich erlebt habe hier in diesem Spiel, ist die Performance hier richtig gut. Man muss halt auch auf Kompromisse eingehen. Und man muss ja auch sagen, dass meine Setup hier unter diesen empfohlenen sind. Also empfohlen wird ja eine 1080, glaube ich, oder 1070, weiß nicht wie genau. Oder 1060, glaube ich. Und ich habe ja eine 980, deswegen... Ja, dafür läuft es ganz gut. Und viele Grafikeinstellungen ziehen auch einfach Performance, aber die tun jetzt nicht wirklich viel bei der Grafik, deswegen kann man die locker runterschalten. Ich habe mich da schon informiert. Aber es sieht schon schön aus, ne? Das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier aufnehme. Ich denke mal, der Sound wird ein bisschen zu laut sein vom Spiel. Ich weiß nicht, ich hatte vor, zuerst GTA 5 zu Let's Playen, nach dem Thief Simulator, aber jetzt so im Nachhinein denke ich mal, werde ich anstatt GTA 5 Red Dead Redemption 2 auch, hier Let's Playen. Bist du dir sicher? Ich meine, es hat ja keinen Sinn, zu einem alten Spiel, 6 Jahre alten Spiel zurückzukehren. Wenn man ein nagelneues Spiel hat, ne? Deswegen, das wird auf jeden Fall viel, viel häufiger angeschaut, denke ich mal. Oder auch nicht, ne? Weil gibt ja so viele Let's Player, warum sollte man gerade mich anschauen? Naja, einfach damit ihr meinen Spielstil hier auch kennenlernt, vielleicht. Schaut euch mal die Schritte an, so. Also das schaut schon geil aus. Ja, ich müsste mir nochmal anschauen auf YouTube die Grafikeinstellungen. Irgendwie hat er mir es umgestellt, weil ich habe nämlich meinen PC resettet. Der hat auch Probleme gemacht. Also ich habe im Moment so technische Probleme. Ja, das glaubt ihr gar nicht. Deswegen. Ja, OMSI will nicht. Fernbus Simulator will nicht. Nix will. Gar nichts. Deswegen nehme ich jetzt hier das auf. Ich will auch irgendwas aufnehmen, ne? Ich will hier nicht meine Zeit verschwenden am Sonntag. Ich habe nichts zu tun, deswegen. Boah, aber das sieht schon geil aus, ne? Schön. Ja, aber es verlangt natürlich auch viel vom System ab, ne? Also die ganzen Effekte, das ist schon ganz viel. Die Texturen, wie sehen die aus? Das sehen ganz gut aus. Es gab leider viele Probleme am Anfang mit Grafikfehlern, dass Texturen unscharf waren, obwohl man die auf Ultra gestellt hat. Und die Performance, ne? Die Performance war eine Katastrophe, wirklich. Benutze, um die Kamera zu bewegen und nach Micah zu sehen. Ja, aber Red Dead Redemption 2 ist ja auch ein bisschen umstritten, also. Bisschen umstritten, ob das wirklich Spaß macht, weil, oder besser gesagt, ob der Realismus, den
Spielspaß stört. Und da muss ich auch zustimmen, ne? Also. Na ja, gut, lassen wir den. Aber ich bin ganz klar der Meinung, dass man hier für das Spiel hier echt Zeit braucht. Also da muss man sich Zeit nehmen für das Spiel, damit es einem wirklich Spaß macht. Weil so schnell, das ist nicht so ein Spiel, welches man schnell spielen kann. Das ist ein Spiel, wofür man sich Zeit lassen muss, weil hier gibt es viel zu tun und hier, da muss man wirklich Zeit haben, sich mit diesen ganzen Zusätzen, welche das Spiel hat, sich damit zu befassen. So, jetzt sind wir hier in dieser Hütte und jetzt suchen wir Sachen. Genau, wir sollen was essen. Kekse, Dosenpfirsiche, Bohnen sind gut. Aber hier ist die Performance ganz gut, ne? So. Ist natürlich nicht mein erstes Spiel hier. Also ich habe schon mal Red Dead Redemption 2 durchgespielt auf der PS4, aber ich will es halt hier auf dem PC nochmal durchspielen, weil das ist wirklich ein schönes Spiel. Also da... So, geh mal weg, Dutch. Ja, geh mal weg. Ja, komm. Ja. Komm, öffne mal die Truhe. Es gibt ja auch noch Red Dead Online. Ja, und da bin ich eben gerade im Überlegen, aber... Naja. Ich weiß nicht richtig, ob ich das wirklich machen soll. What the fuck? Was zur Hölle? Was ist das denn? Also, ne. Das ist halt das, was die ganzen Leute meinen, ne? Was soll das? Was zur Hölle sollte das? Das weiß man nicht, ne? Keine Ahnung. Grafikfehler. Das ist das, was ich meine, ne? Da könnte mal Rockstar Games mal wirklich einen Zahn zulegen hier. Und das mal endlich mal verdammt nochmal fixen. Das Spiel ist vor einem Monat erschienen. Und die haben es immer noch nicht geschafft zu fixen. Aber Hauptsache neue Klamotten hinzufügen. Das ist schön. Ach. Echt schade, also ich bereue es so ein bisschen, das Spiel vorbestellt zu haben und die damit so zu unterstützt zu haben. Here, near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? Keine Ahnung, was das war. Rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Gut, ich bin kein böser Mensch, deswegen. Ich lasse ihn jetzt hier frei. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Aber ich verspreche euch, wenn wir da rauskommen, wenn wir aus dieser Schneeregion rauskommen, dann wird es besser. Weil das ist halt wirklich eine Region hier, ein Gebiet hier, welches extrem viel vom Computer
erwartet. So, führen eh. Okay. Ich habe das Spiel schon durchgespielt, aber eben nicht mit Maus und Tastatur, deswegen. Jetzt sind diese Effekte weg. Keine Ahnung. Nee, das. Was ist das? Was zur Hölle? Das ist doch komisch. Keine Ahnung. Aber ich habe gehört, seitdem die irgendwie einen neuen Chef haben. Irgendwie sowas habe ich gehört, dass die seitdem die Spiele irgendwie schlecht werden. Also die PC-Ports. Keine Ahnung. Also, ich finde es schade. Das ist nicht das, was wir uns von Rockstar Games gewohnt sind. Ne? 100 Millionen Verkäufe mit GTA 5. Und so ein PC-Ding. So, ich weiß nicht. Sieht man ja auch in den Bewertungen. Also, die Leute sind extrem unzufrieden mit diesem Spiel. Kann ich auch verstehen. Jetzt ist das Spiel auf Steam erschienen und naja, was ich gesehen habe, da zuerst ausgeglichen. Also nicht so wirklich toll. Ich denke mal, dass Rockstar Games jetzt mal endlich das Spiel ist bald fixt. Jetzt beginnt bald die Woche. Es ist jetzt Sonntag, der 8. Dezember bei mir. Ich denke mal, in der Woche erscheint mein Patch, indem sie nochmal Sachen fixen. Ich denke mal, die wollen, dass Spieler zu Weihnachten auch mal ein tolles Spiel haben. So, jetzt ist die erste Mission hier vorbei gleich. Die Grafik ist schön, aber eben diese Grafikfehler, die halt echt nicht unselten auftauchen. Wo ist mein Husband? Schön, also ich mag diese Story. Die Story ist wirklich toll. Und auf der PS4 läuft ja alles super. Ne? Da läuft alles perfekt. Nur halt hier. Auf dem PC. Da läuft es nicht so gut. Aber die Schneeregion sieht richtig geil aus, also so ohne diese Grafikfehler sieht es auf jeden Fall gut aus, ne? Das schaut echt super aus. Und diese Lampen, ne? Diese Lampen, die ziehen so viel Performance. Aber damit wollen sie natürlich zeigen, dass sie auch sowas können. Das ist auch sehr schön. Also ich mag die sehr, aber ich sehe halt immer Performance. Ich sehe halt immer Sachen, die Performance kosten. Aber wenn ich diese neue Grafikkarte bekomme, dann läuft alles super. Ich habe 16 GB RAM. Ich habe einen i7 7700 Prozessor, also das reicht erstmal, denke ich mal. Nur halt die Grafikkarte, ne? Die Grafikkarte könnte man eine neue holen. Deswegen eben. Und wenn ich die nicht zu Weihnachten bekomme, dann kaufe ich mir eine. Ich spare eben gerade. Genau. Speichern. Ich spare eben auch gerade so. Ich bin schon ganz nah dran, dass sie mir die kaufen kann. Deswegen. Aber zu Weihnachten wird die auch stark reduziert sein, denke ich mal. Weil die. So, jetzt sind wir auch bei dieser Szene hier. Hier schaut es ja geil aus. Ne? Hier schaut es richtig gut aus. Hallo, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Also ich muss wirklich sagen, so im Vergleich zu früher sieht es echt gut aus. I'm sorry to ask, but it's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean,
He may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changed. Gut an diesen Cutscenes ist immer, dass man da, dass sie da schön auf dem Handy schauen kann, wenn mir einer schreibt oder so. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? She's... So, Moment, ich habe das Handy gerade angeschlossen über USB am Computer. Schließ sie mal ab, weil das bei so einem Spiel kann die kleinste Kleinigkeit schon die Performance beeinträchtigen. So, los geht's. Ich denke mal, wir müssen jetzt den John finden. Nicht John Donovan von Mafia 3, sondern John Marston von Red Dead Redemption 1. Ja, und der größte Unterschied zwischen GTA 5 und Red Dead Redemption 2 ist, denke ich mal, wirklich, dass man in GTA 5 viel schneller vorankommt. Also da geht's schnell. Da geht's richtig schnell mit Autos und so weiter, aber naja, 1899 glaube ich, oder? Ja. Da gab's halt keine Autos. Da gab's halt Pferde, deswegen müssen wir uns einfach anpassen an diese Zeiten. Und das ist ein tolles Spiel. Also die Grafik, die Story ist wirklich schön. Untersuchen, wir können es hier untersuchen. Ja, hier ist die Performance richtig schlecht, deswegen... Naja, halt es aus. Es ist aber nicht so schlecht, also... Die war schon mal schlechter. Jetzt ganz gut, ne? 45 FPS, denke ich mal. Aber mir geht es ja auch gar nicht um die FPS, mir geht es ja um die, um das Bild, dass es halt flüssig läuft oder halt nicht flüssig. Und es kann auch flüssig erscheinen, wenn es halt mit 30 FPS läuft, aber dafür halt ständig 30 FPS und nicht mal 30, mal 25 und so weiter. Ne? Also ihr wisst schon, was ich meine. Und ich will auch versuchen, hier in diesem Spiel wenig Quatsch zu machen. Ich will hier wirklich ein gutes Gameplay liefern, also kein Quatsch. Das kommt ja nicht so gut an. Boah, aber es sieht schon schön aus, ne? Sogar auf allen Einstellungen auf Mittel, ne? Nur halt Textur auf Ultra. Das schaut's gut aus, ne? Das ist kein großer Unterschied. Deswegen nach diesem einen Video, ich verlinke euch das nicht, aber ja, für die, die es gesehen haben, da erklärt halt einer ganz genau die Grafikeinstellung und was halt am besten ist. Plus 60% mehr, plus 40% mehr. Ich denke mal, so werdet ihr schon wissen, für diejenigen, die das Spiel auch spielen und auch Probleme hatten, die werden schon wissen, welche Videos ich meine, die beiden. Einmal ein Video über die oberen Grafikeinstellungen, also die allgemein, und einmal unten dann das mit entsperrt. Und da sieht man wirklich, dass diese ganzen Grafikeinstellungen, dass sie nicht unbedingt sehr viel machen an der Grafik. Am wichtigsten sind halt Texturen. Texturen und Shader vielleicht. Aber ich kann das nicht erklären. Ich habe mir das auch nicht gemerkt. Aber so, wie ich das eingestellt habe, könnt ihr es mal ausprobieren. Also auf Ultra nur Texturqualität und sonst alles auf Mittel. Ja, das ist sein Pferd. Oder es war sein Pferd. Das können wir auch untersuchen. Johns Pferd, genau. Wir spielen hier in Red Dead Redemption 2 den Arthur Morgan.
Wobei nicht ganz. Aber ich will nicht spoilern. Ihr werdet es schon sehen. Ich will eigentlich nicht. Ich mag lieber die Pistole, aber gut. Ja, den Revolver. Schauen wir uns mal die Waffe an. Ups. Ja, schaut schon schön aus, ne? Die Texturen sind schön. Hier ist Pferd auch. Schön. Naja. Was schön für einen bedeutet, das ist ja auch Ansichtssache, deswegen. Und übrigens will ich auch versuchen, hier in diesem Spiel eine gute Reputation aufzubauen. Einen guten Ruf zu haben, weil so endet das Spiel ein bisschen besser. Ja, ich weiß es, deswegen... Ja, ich habe es schon durchgespielt. Deswegen weiß ich schon, wovon ich rede. Aber wer schaut sich so ein Let's Play an? Das müsste man sich mal überlegen, weil... Ja, die auf die PC-Version gewartet haben, die schauen sich das wahrscheinlich nicht an, weil so... die wollen das wahrscheinlich erstmal selber spielen, aber ich denke mal für diejenigen, die einfach die PC-Version sehen wollen und ja, einfach die verschiedenen Spielmöglichkeiten sehen wollen von diversen YouTubern, ich denke mal diejenigen werden sich auch die Videos anschauen, die einfach wissen wollen, wie ich das Spiel so spiele, ne? Wobei das auch abhängt von... Ja, von Lust und Laune, ne? Also je nachdem, wie sehr man gerade das spielen will oder nicht. Je nachdem, da spielt auch unterschiedlich, gut oder schlecht. Und ich würde euch empfehlen, spielt das nicht alles auf einmal, weil so, ihr verliert ganz schnell die Lust an diesem Spiel. Weil manches dauert echt ewig. Manches dauert so ewig. Boah, sieht das geil aus. Also da sieht man mal PC-Version, ne? Bessere Performance und bessere Grafik. So, jetzt haben wir ihn gefunden, oder? Ja, da ist er. Genau, den werdet ihr eben vom ersten Teil kennen. Aber eigentlich ist es logischer, dass den zweiten Teil zuerst zu spielen. Weil der spielt ja vor der Zeit vom ersten Teil, deswegen ist es logischer, erstmal den zweiten Teil zu spielen. Aber den ersten Teil gibt es ja leider nicht auf PC, den gibt es nur auf Xbox 360 und PS3. Ja. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das mit Nebenmissionen mache. Und mit... halt so Sachen, dass mir jemand auf den Weg kommt und so weiter. Ich werde das aber wahrscheinlich machen, also... Ich will euch hier wirklich das Spiel zeigen mit seinen ganzen Extras, also mit das komplette Paket. Aber online werde ich nicht spielen, also online lasse ich. Aber ich habe so immer Probleme mit Spielersuche,
mit Spieler finden. Geht er weg? Ja, gut. Ich werde auch nicht unnötig einfach Tiere töten oder sowas. So bin ich nicht. Also es macht mir nicht unbedingt Spaß, so einfach random jeden zu töten. Das weiß ich, ist nicht so mein Stil. Aber schaut euch mal an, ne? Ich habe diesen John getragen. Und schaut mal auf meinen Mantel hier. Also das sind Details, ne? Das, wenn man mal darauf achtet, wenn man wirklich so ein Auge für Details hat, ja, dann wird man hier schon fündig werden. Es gibt so viele Details, deswegen, falls euch das interessiert, schaut auf YouTube vorbei. Red Dead Redemption 2 Details. Und schaut euch da die Videos an. Ist wirklich atemberaubend, was für Details hier sind. Das viele Sachen findet man gar nicht so, wenn man nur zockt. Moment, ich hasse diese Waffe. Der hat so wenig Munition. Ey! Wo? Oh. Steuerung ist ein bisschen blöd. Scheiß Wölfe. Gut. Ja, ist wirklich extrem mal hier, also extrem. Aber es wird entspannter, wenn wir dann vom Schnee weggehen. Und das wird, denke ich mal, in der nächsten Folge auch passieren. Oder in der übernächsten. Ich will mir Zeit lassen. Also ich will hier kein Speedrun machen hier in Red Dead 2. Machen wir es vielleicht so, dass ich nur Red Dead 2 sage und nicht Red Dead Redemption 2, weil das spricht sich so komisch aus. Deswegen lieber Red Dead 2 oder RDR 2. Ist ein bisschen angenehmer auszusprechen. Boah, aber die Grafik ist wirklich schön. Also, selbst mit einer GTX 980 kann man auch so ganz gut spielen. Ne? Also, aber Rockstar Games wird das noch fixen. Also die, ich bin sowieso zufrieden, dass sie es eben gefixt haben jetzt, die Hauptprobleme. Weil am Anfang lief das wirklich schlecht. Und jetzt so nach zwei Wochen nach dem Release, lief das schon viel, viel besser. Deswegen, ja. Dauert natürlich, das alles zu fixen. Man könnte ja auch einfach von Beginn an ein gutes Spiel releasen, aber naja. Was ich denke, mach hier Schluss jetzt. Ich will keine langen Folgen machen, die schaut keiner. We've been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town. Genau, jetzt mache ich hier Schluss. Hardly the spring I had been hoping for. Ich denke mal, die Folge hat 30 Minuten hier. So. Genau, jetzt beende ich die Folge. Ich schaue gleich nochmal nach, ob der Sound passt. Dann mache ich den Sound gut mit der Lautstärke und dann nehme ich direkt den zweiten Teil auf. Oder? Soll ich das wirklich machen? Weiß nicht. Ich will mir da ein bisschen Zeit lassen, weil sonst spiele ich wie ein Verrückter. Deswegen weiß nicht. Aber gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat,
lasst mir ein Like da, abonniert und kommentiert und teilt gerne das Video und schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet und ob ich weitere Folgen machen soll. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei sein könntet. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut Leute und ciao, euer Gaming Freak.